herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video der Naturheilpraxis Althea. Hier ist wieder eure Diane. Ja, in diesem Video wollte ich euch wieder mit einem Thema kommen, was ich häufig in der Praxis habe und was immer noch nicht in den Köpfen der Menschen drin ist. Und es ist, es liegt quasi auf der Hand. Worum geht es? Es geht um das Thema Luft im Bauch. Viele Patienten kommen zu mir und klagen über vermehrt Luft im Bauch. Die kommen eigentlich wegen ganz anderer Probleme. Sie haben Arthrose oder sie haben Hautprobleme oder Migräne, reagieren entzündlich am Körper. Und irgendwo in der Befragung stellt sich raus, sie haben oft sehr viel Luft im Bauch. Oder Frauen sagen häufig, ich habe so einen Unterleib. Genau, was ist das? Es sind häufig Darmbakterien. Ihr wisst das, wir haben Bakterien im Darm, die gehören dort auch hin. Die helfen uns bei der Verdauung mit. Aber dieses Sammelsurium von Bakterien kann ein Ungleichgewicht haben. Und dann, was macht man dann? Häufig versuchen Patienten dann anders zu essen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Meistens bringt das noch nicht das meiste. Oder sie gehen in die Apotheke und lassen sich Milchsäurebakterien geben. Da haben sie nämlich schon mal was von gehört. Tatsächlich funktioniert das meistens nicht so gut. Warum nicht? Nun, ich wollte mit euch nochmal auf diese Laboranforderungsbögen eingehen. Es macht Sinn, dass eine Diagnose gestellt wird. Diese Diagnose, das wisst ihr schon von mir und sonst guckt euch nochmal die anderen Videos zum Thema Darm an, sind nicht im Kassenkatalog. Das heißt, es ist keine Spückenmethode. Es sind ganz normale Laborärzte, ganz normale Labore. Es ist nur nicht im Kassenkatalog. Deswegen arbeitet wahrscheinlich euer Hausarzt da nicht mit und deswegen rutscht es ihm und euch aus der Betrachtung heraus. Das ist so. Darüber braucht man sich nicht zu ärgern. So ist unser System und unsere Welt heute. Aber ihr wisst es mittlerweile und ich werde nicht aufhören, euch das zu erzählen. Also, wenn ihr zum Arzt geht und eine Stuhlprobe einschickt, dann sucht der Arzt entweder nach okkultem Blut, das sind diese Briefchentests, oder er sucht wirklich mal so Bösewichter an Erregern, Salmonellen, Campylobacter, Yersinien, solche Geschichten. Man geht heute dazu über, die Wissenschaftler, die Mikrobiologen, gehen dazu über und sagen, das ist fast ein bisschen einfach. Die Gesamtheit der bakteriellen Flora muss stimmen. Wenn die nicht stimmt und die in Ungleichgewicht gerät, wodurch auch immer, durch Stress, durch Sorgen, durch einen Infekt, den man mal davon getragen hat, durch Medikamente oder vielleicht auch durch alles zusammen und natürlich durch unglückliche Ernährung. Aber was heißt schon unglückliche Ernährung, ja? Dann allerdings, wenn das System kippt, dann habt ihr Entzündung an der Schleimhaut, dann wird euch die Schleimhaut, Darmschleimhaut, ne? Dann wird die Darmschleimhaut durchlässig, dann wandern euch molekulare Stoffe aus dem Stuhlgang, nicht lecker, unkontrolliert in die Lymphe rein, in den Körper rein. Dann kriegt ihr irgendwann Pusteln an der Haut, Juckreiz, vielleicht Migräne, dann kommt die Diagnose, ihr habt Weichteilrheuma, der Zahnarzt sagt, oh oh, die Zähne sind entzündet oder ihr habt von mir Zahnfleischbluten. So, was ist das? Was ist das? Letztendlich reagiert euer ganzer Körper entzündlich. Aber die Ursache ist ganz, ganz häufig im Darm. Also, lasst Stuhlproben machen. Das ist kein tolles Thema, aber es ist wichtig. Ja? Der Darm ist ein sehr komplexes Gebilde und es ist ja eine Biogasanlage. Und wenn wir dort immer nur irgendwie unbewusst was reintun an Ernährung, dann verschieben wir die bakterielle Flora. Und irgendwann wächst dort ein Polyp oder irgendwann haben wir dort eine Entzündung und dann wird drauf geguckt und dann wird gesagt, oh, das müssen wir aber wegschneiden. Ja, das ist richtig, weil woran darf es ja nicht. Aber wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was ist denn über die Jahre gelaufen? War das vielleicht ein Milieu, was schief liegt? Genau, und da müsst ihr hingucken und wenn ihr jetzt schon Beschwerden habt,
dann lasst eine Stuhlprobe einschicken, ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob es euer Arzt macht, wahrscheinlich nicht. Fragt ihn und ansonsten muss es ein Heilpraktiker machen. Aber das kann man machen und lauft nicht gleich in die Apotheke, holt euch Milchsäurebakterien, das bringt nichts. Milchsäurebakterien sind ein ganz kleiner Bakterienstamm von so vielen im Darm. Und Milchsäurebakterien lassen sich überhaupt nicht ansiedeln. Und wenn der pH-Wert im Darm durcheinander ist, weil das ganze System durcheinander ist, dann lassen sie sich schon mal überhaupt nicht dort kolonisieren. Also, spart euch das Geld, macht eine Diagnose und dann wird auch die Luft im Bauch weniger. In diesem Sinne, seid ihr wieder etwas schlauer. Seid da mutig, das ist kein peinliches Thema, ja? Im Darm lauert der Tod, sagen die Chinesen. Da ist was dran und wir essen und leben heute zu unbewusst. Und wenn ihr schon Symptome habt, lasst eine Diagnose stellen. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Diana.